Haben Sie eine Riester-Rente abgeschlossen? Schließlich soll man ja privat vorsorgen, damit die Rente reicht. Dann hören Sie mal, was Versicherungsmakler dazu sagen. Was halten Sie vom Riester-Produkt, so ganz grundsätzlich, so wie es gerade in der Form besteht? Überhaupt nichts. Warum? Weil sich das Produkt weder in der Einzahlungsphase noch in der Auszahlungsphase rechnet. Das würde kein Mensch machen. In der freien Wirtschaft würde so ein Produkt überhaupt nicht gemacht werden. Vertreiben Sie denn das Produkt auch oder raten Sie ab? Ich rate komplett ab. Oha, Riester-Rente ab in die Tonne. Nachdem uns 15 Jahre gesagt wurde, das sei das zweite Rentenstandbein. Was auffällt, auch die Erfinder der privaten Zusatzrente sind heute mehr als skeptisch. Für viele Versicherte eine wirklich böse Überraschung. Einmal in der Woche holt Stefan Schneiders sich den Kick. Bei seiner Rente geht er lieber kein Risiko ein. Seit 2010 sorgt Stefan Schneiders auch privat vor, mit einer Riester-Rente. Gemeinsam wollen wir schauen, wie gut ist sein Geld angelegt? Geht die Rechnung auf? Oder erlebt er gleich eine böse Überraschung? Hallo Herr Schneiders. Hallo Frau Rösler. Wie war der Sprung? Ah, super. Moin. Moin. Nicht zu windig, ging? Nö, war genau richtig, war perfekt. Wunderbar. Haben Sie Lust, dass wir über Ihre Riester-Rente sprechen? Können wir gerne machen. Wunderbar. Dann kommen Sie mal mit. Stefan Schneiders hat eine klassische Riester-Rente abgeschlossen. Jeden Monat zahlt er 165 Euro ein, 23 Jahre lang. Sein Versicherungsvertreter hatte ihm zu diesem Vertrag geraten. Also man hat einen steuerlichen Vorteil im Jahr bei der Einkommensteuer von ungefähr 300 Euro. Man hat einen Zuschuss vom Staat von über 150 Euro. Und ich habe ungefähr was bei 2-2,5% Zinsen, die also zugesichert sind. Und das hat Sie überzeugt? Das hat mich dann eigentlich überzeugt. Über 2% Zinsen garantiert. Das hört sich gut an. Wir haben seinen Vertrag von der Verbraucherzentrale Hamburg prüfen lassen. Doris Kappes hat alles einmal durchgerechnet. All das, was Schneiders einzahlt und all die Kosten, die davon wieder abgehen. Denn die sind am Ende entscheidend. 600. Er denkt, er kriegt 2,25% auf die Beitragssumme, nämlich auf das, was er einzahlt. Aber er bekommt die 2,25% nur auf das, was von dem eingezahlten Geld tatsächlich im Spartopf landet. Abzüglich Abschluss- und Vertriebskosten, abzüglich Verwaltungskosten, abzüglich Zuschlag für die unterjährige Zahlungsweise. Das heißt, wenn man das alles abzieht von dieser Summe, dann bleibt eine Verzinsung von 1,06 garantiert. Mhm. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören? Ja, also ganz krass gesagt, fühlt man sich da schon so ein bisschen verarscht. Mhm. Weil Sie sind von 2,25 ausgegangen? Ich bin von 2,25 oder von über 2% ausgegangen und bin nicht davon ausgegangen oder ist mir auch nicht gesagt worden, dass da so viel an Kosten auf mich zukommt, was nachher im Endeffekt abgezogen wird. Ja. Mhm. So bekommt Schneiders den Zins nicht auf alles, was er eingezahlt hat, sondern nur auf das, was nach Abzug sämtlicher Kosten übrig bleibt. Und ein Kostenpunkt sticht besonders hervor. Die Versicherung berechnet eine Extragebühr allein dafür, dass er monatlich einzahlt, statt einmal im Jahr. 55,52 € kostet ihn das. Über die gesamte Laufzeit kommen so rund 1.300 Euro zusammen. Geld, das ihm am Ende für die Rente fehlt. Wäre schön, wenn das dann auch von der Versicherung gesagt worden wäre. Weil dann wird nämlich einfach gesagt, willst du jährlich zahlen, willst du monatlich zahlen? Dann muss ich, ja gut, zahle ich monatlich. Aber dass das so ein Unterschied ist, das wird einem natürlich nicht gesagt. Ne? Hm. In Zukunft will er jährlich zahlen. Eine bessere Alternative sieht er zurzeit nicht. Die Riester-Rente, private Altersvorsorge mit staatlichem Gütesiegel. Die Idee ist gut. Für alles, was ich einzahle, bekomme ich bis zu 154 Euro vom Staat. Außerdem bis zu 300 Euro pro Kind und steuerliche Vorteile. Doch auf der anderen Seite stehen die hohen Kosten. Und da sind Banken und Versicherungen echt erfinderisch. Am teuersten ist der Vertragsabschluss. In den ersten 5 Jahren gehen zwischen 2,5 und 4% von allem, was ich einzahle, an den Verkäufer. Dann Verwaltungsgebühren für das, was ich einzahle und für die Zulagen. Dazu vielleicht noch Fixkosten. Oder ein Ratenzahlungszuschlag wie bei Herrn Schneiders. Nicht zu vergessen weitere Kosten, wenn ich in Rente gehe. Intransparente Kosten. Schon immer das Hauptproblem der Riester-Rente, sagt Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten.
Bei 1.800 verschiedenen Anbietern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass am Ende eher der Versicherer gewinnt. Der Verbraucher überfordert. Bei einem normalen Riester-Vertrag versteht eigentlich keiner wirklich, wann was mit seinem Geld gemacht wird. Wenn man dann noch nachvollziehen will, wie das mit den Zulagen und den Steuervorteilen funktioniert, dann ist fast jeder aufgeschmissen. Nur wenige Experten können bei den Produkten überhaupt nachvollziehen, wie die Geldflüsse sind. Und bei den ganzen neuartigen Produkten, die heute aufgelegt sind, sind auch diese Experten oftmals aufgeschmissen. 2001. Die rot-grüne Regierung feiert ihre Rentenreform. Die Bürger sollen künftig auch privat vorsorgen. Auf dem Kapitalmarkt werde ihr Geld schon ordentlich Zinsen erwirtschaften. Für die junge Generation, die weiß, dass sie zukünftig mit dem Aufbau einer zweiten kapitalgedeckten Rente zwei Rentenzahlungen erhalten wird. Für all diese Menschen wird diese Reform ein Gewinn sein. Antje Duffert hat auf den Staat gehört und gleich nach der Uni einen fondsgebundenen Riester-Vertrag abgeschlossen. Das ist im Grunde ein schönes Gefühl. Man sagt, okay, der Staat gibt einem was dazu, der unterstützt dort, dass man selber einen kleinen Beitrag leisten muss, um dann auch einen Beitrag zurückzubekommen, und haben das deswegen dann abgeschlossen. Mit zwei Kindern bekommt sie hohe Zulagen vom Staat. Insgesamt 754 Euro. Doch auch sie zahlt hohe Vertriebs- und Verwaltungskosten. Die fressen einen sehr großen Teil der Rendite auf. Das hat die Verbraucherzentrale Hamburg herausgefunden. Dabei ist ein weiterer gravierender Nachteil aufgefallen. Antje Dufferts Versicherung geht von einer extrem hohen Lebenserwartung aus. Sie muss sehr alt werden, um ihre gesamte Einlage wieder ausgezahlt zu bekommen. Das geht aus der sogenannten Sterbetafel hervor. Ihre Sterbetafel sieht wie folgt aus. Sie müssten so alt werden, um quasi alles das wieder rauszubekommen, was Sie eingezahlt haben und was Sie an Zulagen bekommen haben. Sie muss ziemlich alt werden, um ein gutes Geschäft zu werden. Und ich würde mal sagen, locker über 100. Sie müsste 100 werden, um das alles wieder auszubekommen. Mit Sicherheit. Na Mensch, das schaffe ich bestimmt locker über 100 Jahre. Ja. Was denken Sie, wenn Sie das jetzt so hören? Großartig, da frage ich mich, was das für einen Sinn hat dann. Ja. Ehrlich gesagt, gar keinen Sinn. Die Verbraucherzentrale empfiehlt Antje Duffert, diesen Vertrag sofort stillzulegen. Die Politik hat damals versäumt zu schauen, was kommt hinten raus. Ganz einfach durchzurechnen, wie viel Geld wird reingesteckt, was kommt hinten raus bei der Riester-Rente, und zu fragen, rentiert sich das? Das hat sie versäumt und hat darauf vertraut, dass die Versicherungswirtschaft als guter Partner das schon irgendwie macht. Jetzt versucht sich die SPD wieder an einer Rentenreform. Und der stellvertretende Vorsitzende gibt offen zu, dass er die einst gefeierte Riester-Rente für ein Auslaufmodell hält. Das Leben ist so, dass der, der arbeitet, Fehler macht, und der, der nicht arbeitet, keine. Und die Kunst in der Politik besteht darin, nicht keine Fehler zu machen, sondern sie nicht zu wiederholen. Damals hat man auch Erwartungen gesetzt da rein, die sich nicht erfüllt haben. Müsste man das den Leuten, auch die, die einen Riester-Vertrag haben, nicht auch noch mal ganz klipp und klar sagen? Und vielleicht auch andere Alternativen auftun? Nein, das wissen die ja, dass das so ist. Und die anderen Alternativen heißen natürlich, erstens gesetzliche Rente, die stärken wir durch gute Arbeit. Zweitens, wo immer es geht, betriebliche Altersversorgung, wo man das machen kann. Das wollen wir erweitern. Und die, die jetzt kapitalgedeckte Zusatzverträge haben, die wollen wir nicht verunsichern, bei denen muss man sagen, Riesenrenditen gibt es nicht bei den niedrigen Zinsen. So richtig das Dolle ist das auch nicht. Verlassen kann man sich darauf jedenfalls nicht. Ein harter Schlag für die 16 Millionen Riester-Sparer in Deutschland. Hier diskutieren sie auch über die Zukunft der Rente. Experten aus Union und SPD sind dabei und Axel Kleinlein für die Verbraucher. Schnell wird klar, die Politiker wollen an der privaten Vorsorge unbedingt festhalten. Und sie sogar noch ausbauen, diesmal in Form der betrieblichen Altersvorsorge. Eine grundlegende Reform der Riester-Rente scheinen sie erst einmal nicht angehen zu wollen, trotz der bekannten Probleme. Wir müssen den Menschen ein gutes Gefühl geben, wenn sie sich für Riester entscheiden. Aber ich bleibe dabei, das Zuschussmodell, was damals eingeführt wurde, ist gerade für Menschen mit vielen Kindern und für Kleinstverdiener ein echter Mehrwert. Die Niedrigzinsphase wird nicht ewig andauern, die Zinsen werden auch wieder nach oben gehen. Und die bisherigen Erfahrungen mit der privaten Altersversorgung sind nicht schlecht. Sie hat sich an vielen Punkten bewährt. Den Menschen ein gutes Gefühl geben, auf höhere Zinsen hoffen, klingt eher nach Beschwörung als nach dem großen Wurf. Antje Duffert hat mit ihrem Riester-Vertrag viel Geld und wertvolle Zeit verloren.
Sie ist von der Politik enttäuscht, denn sie weiß, die gesetzliche Rente allein wird am Ende nicht reichen.